Nur sehr wenige Imperiale kannten die wahren Ursprünge der mysteriösen, jedoch sehr mächtigen Schattengarde. Eine Elite-Spezialeinheit innerhalb der imperialen Garde des Imperators. Sie waren stille und rätselhafte Krieger, welche Befehle ausschließlich von Palpatine selbst entgegennahmen, meist um verbleibende Jedi oder andere Machtnutzer zu eliminieren. Bei Bedarf wurden sie jedoch auch Darth Vader unterstellt. Diese Wachen benutzten in ihrem Kampfstil auch die Macht, was viele vermuten ließ, dass es sich bei ihnen um ehemalige Jedi handelte, welche von Palpatine gefangen genommen und so lange gefoltert wurden, bis ihr Wille gebrochen war, sodass Palpatine ihn neu formen konnte. Ob dieses Gerücht jedoch wahr ist, wurde nie bewiesen. Die Schattengarde hatte in den Reihen des Imperiums ein hohes Maß an Respekt und führten oft Quartette von imperialen Sturmtruppen gegen die am meist gehassten Feinde des Imperators in den Kampf. Ihr Aussehen ist eigentlich identisch wie das von der imperialen Ehrengarde, mit dem Unterschied, dass ihre Rüstung und ihre Visierfarbe vertauscht sind, was die Robe eben schwarz und das Visier rot machte. Ihre Hauptwaffe war eine Lichtpike mit einer roten Klinge. Darüber hinaus verfügten sie über eine schwere Blasterpistole sowie ein Utility-Gürtel mit Medpack und weiteren brauchbaren Zeug. Aber woher stammt nun diese kleine Organisation wirklich? Gegen Ende der Klonkriege befahl der Sith Count Dooku seiner Attentäterin Asai Ventress, die meisten Mitglieder der Sonnengarde zu töten. Die Überlebenden und somit auch besten Kämpfer dieser Eliteeinheit wurden dann Palpatines roter Garde hinzugefügt, welche dann nach dem Ausruf des Galaktischen Imperiums zur Imperialen Garde wurde. Diejenigen darunter, welche machtempfindlich waren, wurden dann als Kandidaten für die Schattengarde ausgewählt. Allgemein gab es nur wenige Kämpfer, welche den Weg bis in diese Eliteeinheit von Palpatine geschafft haben, und es heißt, dass sie bei keinem Auftrag scheiterten und immer erfolgreich waren. Naja, so fast. Als sich Darth Vaders geheimer Schüler selbstständig machte und vom Imperium floh, wurde ebenfalls die Schattengarde eingesetzt, um ihn sicherzustellen, jedoch ohne Erfolg. So tötete Starkiller Mitglieder der Schattengarde auf den Planeten Na Shaddaa, Bespin, Kashyyyk und Rexxus Prime. Der letzte bekannte Gardist wurde dann ebenfalls von Starkiller auf dem ersten Todesstern getötet. Jedoch war es das schon mit dem Video. Wenn ihr hier links klickt, erfahrt ihr mehr über die extrem harte Ausbildung der imperialen Ehrengarde. Und rechts findet ihr ein Video über Starkiller. Unten wird euch gerade mein Instagram-Name eingeblendet. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal doch abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, möge die Macht mit euch sein.